Hallo und herzlich willkommen bei peterfelser.de. Heute wieder in Kempten, Lauben. Und zwar zu Gast bei mir Laila Bilge. Herzlich willkommen. Und es war ein sehr spannender Vortrag zum Islam, zu Kinderehen. Aber du selber bist doch auch hier eingereist und hast Asyl beantragt. Richtig. Ja, das habe ich. Stimmt es, dass man sich hier in keine Kultur integrieren kann, weil es in Deutschland keine eigene Kultur gibt? Ne, das sehe ich nicht so, lieber Peter. Deswegen stehe ich auch hier sehr stolz im Schwarz-Rot-Gold-Kleid, denn es gibt eine sehr tolle Kultur, die die Deutschen haben, die ich auch zu schätzen und zu lieben gelernt habe. Und deshalb lasse ich es auch nicht zu, dass andere Migranten diese wundervolle Kultur den Deutschen absprechen. Du weißt, dass ich ein bisschen provoziere, ja, natürlich, gerne. Aber dann sag doch bitte mal unseren Zusehern, inwieweit der christliche Glaube zu dieser Kultur per se dazugehört, was dann vielleicht auch das Frauenbild betrifft. Ja, also der christliche Glaube ist sehr wichtig, denn ein Mensch, der keinen Glauben hat, hat keine Werte, und wenn man keine Werte mehr hat, weiß man gar nicht mehr, wofür man kämpfen muss. Und das ist leider Gottes auch zurückgegangen in Deutschland, und deswegen ist es wichtig, dass wir die Menschen wieder dazu bringen, zum Glauben zurückzufinden, wieder Werte zu finden, damit sie wieder etwas haben, woran sie glauben. Und vor allen Dingen bei den Kindern ist es wichtig, dass sie eben halt etwas haben, woran sie glauben, woran sie festhalten können. Und dafür kämpfe ich ja auch. Das ist auch deine zentrale Botschaft. Aber jetzt sag doch noch mal was. Manche bezweifeln ja, dass der Islam tatsächlich hier schon angekommen ist. Gibt es hier in Deutschland sowas wie Zwangsehen? Gibt es sowas wie Beschneidungen in Deutschland? Das ist ja eigentlich so draußen gar nicht bekannt. Das ist wohl wahr, weil es natürlich nicht bekannt geben wird. Das möchte man natürlich nicht, dass es eben halt offenbart ist, wird. Dafür stehe ich ja hier, dafür steht die AfD, dass wir eben halt Mut zur Wahrheit besitzen und darüber sprechen. Und wir haben ja, die Bundesrepublik hat es ja gesagt, 1500 registrierte Kinderehen, und die Dunkelziffer, lieber Peter, dürfte hier weit höher sein. Und wenn wir dann wissen, dass unter diesen 1500 400 unter 14 Jahren alt sein sollen, das ist ein Wahnsinn. Hier werden Kinderehen registriert und nicht aus diesen Ehen rausgeholt. Kinder werden nicht geschützt, und das ist nicht richtig. Wir haben hier Gesetze für Kinder, wir haben hier Gesetze für Schutzbefohlene, und es kann nicht sein, dass der Staat die Männer, die Kinder heiraten, in unser Sozialsystem ein Asyl gibt. Das ist Wahnsinn, und das müssen wir sofort stoppen. Du thematisierst das, du reist wirklich quer durch die Bundesrepublik, hältst Vorträge, aber nicht nur das, du gehst ja auch vor Ort und hilfst den Flüchtlingskindern, den christlich Verfolgten. Vielleicht kannst du dazu noch einen Satz sagen. Ja, die christlichen und auch die jüdischen Kinder sind die tatsächlichen Opfer dieses Krieges, des Krieges des Islamischen Staates, denn sie werden vom Genozid verfolgt und bedroht, und sie haben nicht die Möglichkeiten, und ihre Eltern natürlich auch nicht, Tausende von Euros irgendwelchen Schleppern zu bezahlen. Stattdessen machen sich hier muslimische, junge, starke Männer auf den Weg, die sich dann als Opfer dieses Krieges ausgeben. Das ist schlichtweg falsch, und deswegen ist es wichtig, dass wir den tatsächlichen Opfern eine Stimme geben. Und diese sind immer noch im Irak und in Syrien und warten auf unsere Hilfe. Wir blenden jetzt dann auch gleich nochmal das Spendenkonto ein. Man kann also wirklich helfen und diesen Kindern auch Unterstützung zukommen lassen. Meine Abschlussfrage wäre jetzt, du hast mal gesagt, du wärst zwangsläufig bei der AfD gelandet. Passt das zusammen, deine Vita, deine Biografie, dein Engagement mit der Aktivität jetzt in dem wichtigen Wahljahr für die Alternative für Deutschland? Erst recht. Also erst recht, weil ich für Gerechtigkeit bin, erst recht, weil ich sozial bin, erst recht, weil ich den Opfern eine Stimme gebe, hatte ich gar keine andere Wahl, als zur AfD zu kommen. Denn die AfD ist die einzige Partei, die tatsächlich die Wahrheit berichtet. Keine andere Partei ist auf mich zugekommen und hat gesagt, Laila, weil mein Verein gibt es ja schon länger. Also ich bin ja erst seit 2016 bei der AfD, und mein Verein gibt es seit 2013, Anfang 2014. Und ist keiner auf mich zugekommen und hat gesagt, du darfst bei uns referieren, komm zu uns. Von daher gab es gar keine andere Wahl, und die AfD gibt mir diese Plattform, den wahren Opfern eine Stimme zu geben. Und deswegen kann ich an jeden nur plädieren, gibt der AfD am 24.09. beide Stimmen. Denn wer Deutschland liebt, der wählt die AfD. Laila Bilge, ganz herzlichen Dank. Das war heute in Kempten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bleibt dran. Herzlichen Dank. Servus und Ade. Bis zum nächsten Mal.